Herzlich willkommen zurück. Auf der Orbitalstation rasen wir mit Autos und Lichtgeschwindigkeit in die Hölle. Wir sind verbannt worden von Voss. Oh, ein Luftschiff des Krieges. Da wollte ich gar nicht hin. Ist sicher, dass ich hier richtig bin? Ich bin falsch. Lustiges Gespräch dazwischen. Sie alle haben ein lustiges Gespräch dazwischen wahrscheinlich. Wo soll ich denn hin? Man darf nicht so gut hin. Achso, die anderen kriegen Gespräch, aber ich nicht. Da muss ich jetzt hier links rum. Da muss ich rein. Ich hasse die Minimap wirklich. Ach, und ich krieg nicht so ein schönes Gespräch. Ja, so ein Abschlussgespräch vielleicht noch. Nein, Voss geht jetzt einfach so den Bach runter. Oh, hi. Das schau ich mir das dann an. Das ist total unwichtig. Wollt ihr mit euren Begleitern aussprechen? Wenn wir mit mir reden wollen, ja. Aber wir können das ja mal zum Schluss machen. Dann gucken wir, was da noch übrig bleibt oder noch was draus kommt. Machen wir jetzt. Konzentrieren wir uns auf die Quest. Ich spreche mal mit meinem Holo-Terminal. Hier Ziffer 9, ein Hauptquartier. Bereithalten für kompletten Bericht und Datenübermittlung. Ich erhalte die Datenziffer 9. Ich schicke sie sofort weiter zur Auswertung, aber ihr müsst mit dem Bericht noch warten. Wir brauchen euch sofort zurück im Hauptquartier. Befehl von oben. Was für eine Katastrophe steht uns diesmal ins Haus? Tut mir leid. Ich kann euch keine weiteren Informationen geben. Wächter 3 Ende. Na toll. So hat er sich noch nie verhalten. Wahrscheinlich war er nur abgelenkt. Und jetzt? Ab nach Hause? Du? Was hat das denn für ein Sound? Stufenaufstieg. Habt ihr auch ein komisches Geräusch gehört? Ich habe gar nichts gehört. Das ist irgendwie so komisch geblinkt bei mir. Ja. Ich muss zum Hauptquartier. Super Korriban. Nee, Bel Savis. Nee, Entschuldigung. Drum und Kars ist es bei mir. Ich muss nach Korriban, okay. Wo ist denn das da? Boah, ich habe eine aktive Fähigkeit bekommen. Beende sofort die aktive Abklingung. Beende also sofort alle Kämpfe. Wie geil ist das denn? Naja. So sinnvoll ist das aber auch nicht. Wohin zuerst?
Ich weiß gar nicht, warum die anderen die... ja, vielleicht reden die ja noch. Die haben immer noch die gleiche Anzeige. Ich würde sagen, wir reden erstmal mit Rainer, die ist ja hier direkt nebenan. Machen wir mal ganz zu. Ich habe die Frequenzen des Chiss-Verteidigungskommandos überwacht und Schiffsbewegungen im Rim nachverfolgt. Es war alles unauffällig, aber ich erbitte eure Erlaubnis, möglichen Vorfällen auf den Grund zu gehen, falls ihr mir so viel zutraut. Wonach sucht ihr dort? Ich bin einfach gerne beschäftigt. Der Überwachungsdienst hat mich schon auf Hoth vor dem Wahnsinn bewahrt. Dann wird es hier auch funktionieren. Ich werde euch wissen lassen, wenn ich auf etwas stoße. Keine Sorge. Ja, Fenrich? Es gibt da etwas, das ihr wissen solltet. Ich habe die Frequenzen der Chiss überwacht und als Zeitvertreib Berichte mit niedriger Sicherheitsstufe überprüft. Ein alter Partner hat diese Nachricht so hinterlassen, dass er sicher war, dass ich sie finde. Es ist ein Hologramm, das die Chiss von Korriban abgefangen haben. Ist dieser alte Partner jemand vom Verteidigungskommando? Ja, aber die Nachricht selbst ist das Wichtige. Ich habe die Position des Flüchtigen ausgemacht. Auch er konnte uns nicht ewig davonlaufen. Jetzt müssen wir die Machtsensitive finden, die er vor uns versteckt hat. Der Geheimdienst wird nicht gebraucht. Ich werde Ziffer 3 persönlich zur Rechenschaft ziehen. Es tut mir leid. Wenn ich gewusst hätte, dass das ein Problem werden würde, hätte ich es euch schon früher gesagt. Ziffer 3 ist mein Vater. Die machtsensitive Person, die er versteckt hat, bin ich. Er war die ganzen Jahre vor den Sith auf der Flucht? Beeindruckend. Ich war ein Kind. Als die Sith ihre Runden machten, sorgte mein Vater dafür, dass ich anderswo war. Dann verschwand er. Die Sith werden ihm Schlimmeres antun, als ihn zu töten. Folter, öffentliche Vorführung, das darf nicht geschehen, nicht meinetwegen. Eine frühe Warnung könnte ihm bei der Flucht helfen. Ich werde mich nicht an seinem Verrat beteiligen. Ich kann meinen Vater finden, bevor Lord Darok es tut. Die Koordinaten sind in der Nachricht. Mit eurer Erlaubnis könnte ich ihm einen raschen Tod verschaffen. Aber was machen wir denn jetzt? Er hat euch das Leben gerettet. Ihm zu helfen ist das Geringste, das ihr tun könnt. Ich kann nicht. Ich muss besser sein als er. Ich muss meine Pflicht erfüllen. Ich werde nicht lange fort sein. Und wenn ich nichts unternehme, könnte eure Sicherheit gefährdet werden. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, Fenrich. Geht. Ja. Ich verspreche, dass egal was geschieht, nichts davon auf euch zurückfallen wird. Wieso ist sie dagegen? Ey, das macht gar keinen Sinn, die hat doch selbst gesagt. Es ist getan. Ich bin zurück. Ich habe Ziffer 3, meinen Vater, gefunden und ihn hingerichtet, sodass die Sith es nicht tun konnten. Oha. Er hat es verstanden. Ich wünschte, man hätte ihn verschonen können. Entschuldigt euch nicht. Er war ein Verbrecher und wir haben unsere Pflicht getan. Aber er wurde gejagt und dafür bestraft, dass er mich versteckt hat. Wahre Gerechtigkeit wäre es, wenn ich mich den Sith ausliefern würde. Ziffer 3 hat die Entscheidung für euch getroffen. Er fing mit der Lüge an, aber ich habe sie jahrelang aufrechterhalten. Ich bin dankbar für eure Hilfe. Wir haben das Richtige getan. Ja, sehr interessant. Na, Korriban. So, ich bin wieder zur Verfügung. Ich hab... Wie weit seid ihr jetzt? Ich bin fertig. Mag immer noch nicht.
Naja, wie dem auch sei, ich habe gerade mit Rayna Temple gesprochen. Die hat ihren eigenen Vater hingerichtet. Sie hat ihn verraten an die Sith, aber vorher hat sie ihn selbst umgebracht. Anscheinend. Oh. Und ich soll ja jetzt nach Corellia, weil da so ein Typ ist, der von Barras, also Barras will ihn umbringen lassen von Assassinen. Und wir sollen jetzt die Assassinen meucheln, damit die nicht umbringen. Und um dahin zu kommen, muss ich jetzt erstmal so einen Transport, wie so ein Raumschiff halt kapern und da so einen Transponder stehlen. So, und bei mir ist es so, dass die, dass ich Daten jetzt über die Verschwörer gefunden habe, über die ganzen Planeten. Und Hunter und die Verschwörer haben einige meiner Verbündeten eliminiert und meine Identität an meinen Feinden verraten. Deswegen muss ich nach Drom und Kaas zurück. Was aber wahrscheinlich eine Falle ist. Die würden mich wahrscheinlich jetzt anfangen kalt zu stellen. Sollen wir jetzt alles jeder alleine machen oder wollen wir versuchen, das alles zusammen zu machen? Naja, zusammen, ne? Also das wäre ja schon cool, die Geschichte damit zu erleben. Da müssen wir uns auf eine Reihenfolge einigen. So Begleitemission kann man ja alleine machen oder so, aber die anderen, das macht schon Sinn. Müssen nur gleich, ich weiß nicht, was ist mit Marc? Ja, er wird ja genau das gleiche machen müssen wie ich. Ja, aber man muss das Gespräch so machen. Also nicht, vielleicht redet er noch mit allen Begleitern. Das haben wir so nicht abgemacht. Das hat er wahrscheinlich anders verstanden. Und du sollst nach Turm und Kaas? Ja, das habe ich gesagt. Dann machen wir das zuerst, würde ich sagen. Dann schicke ich das schon mal hin. Ja. Sehr gut. Klingt nach einem vernünftigen Plan, würde ein NPC sagen. Es kostet mich auch nur 100. Das ist günstig, das Transportieren. Auch mein Charakter hatte dann beim Gespräch einen Schwächeanfall von Gutheit und hat meinen Begleiter dann einfach gesagt, es tut mir leid, was geschehen ist. Also man weiß nicht mehr so richtig, wie mein Charakter drauf ist. Oh Gott, ich bin in der... Ich war kurze Zeit unter der Erde im Schiff. Ich hatte ja gerade in dem... in der Schleuse, dass ich diesen einen rausschmuggeln wollte, den ich da tarnen wollte. Und die von Voss, diese Bunten da, die wollten mich nicht mit ihm weglassen. Er durfte den Planeten nicht verlassen. Da musste ich leider Macht anwenden, dass er runterlässt. Dann hat irgendwie so ein anderer Typ gesagt, wie hast du das gemacht? Und dann musste ich leider Macht anwenden, damit er das vergisst. Klingt ja spannend. Es hört sich so an, als ob da viel zu viele Leute überlebt haben. Ja, ich konnte ja schlecht diesen Linksbums da töten. Wie heißen die blauen Viecher da? Einfach alle umbringen. Nee, das war ja dieser Vogel, der uns erst nicht drauflassen wollte und jetzt wollte er uns nicht runterlassen. Ist aber ziemlich widerisch. Aber ich vermute mal, wir müssen in dein Hauptlager, ne? Vermute ich auch. Ich bin noch auf dem Schiff und sortiere gerade ein paar Sachen. Dann gehe ich mal in Geheimdienst auch platziert. Mal gucken. Zum Beispiel auch
Soll ich mal auf Helm gehen wieder? Ja, ne? Ich probiere mal wieder den Helm aus. Da muss ich klicken, genau. Achso, ja, klar, dann kann das Ding ja auch weg. Platz Inventar. Obwohl, der Weg in Verderben, was du hast, das ist in der Mitte. Car City. Und doch ein bisschen anders, ne? Ja, aber das wird immer falsch angezeigt. Ich denke mal, er muss da hoch. Also ich werde auch darauf rein. Ich glaube, beim letzten Mal wurde das auch in Car City angezeigt, aber das glaube ich Quatsch. Ja, Drumcast ist da irgendwie verbuggt. Oh ja, jetzt ist es weitergesprungen. Gibt es einen Sortieren-Button beim Inventar hier? Ja, oben rechts, da kannst du. Ich sehe schon. Filtern und dann irgendwie clustern oder irgendwas. Sehr gut. So, dann mache ich mich auf. Ist auch cool. Ich musste aus Fallout 4 tatsächlich einen Titel aus dem Radio da entfernen. Weil der Content-ID auslöst. Allerdings von einem dämlichen Hip-Hopper. Der da meint, er müsste da Content-ID. Das war auch genau das gleiche, was Skyrim Soundtrack mal ausgelöst hatte. Da war es auch noch so eine schlechte Kopie. Wir sind startklar. War der sicher? Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ja. Nee, wir müssen doch da oben rechts. Nein, wir müssen. Ja, du musst nach oben rechts. Das, also bei den drei, die Norden, ja, ne? Das rechte Ding. Aber ich habe wieder eine verfälschte Anzeige hier. Ja, das hat Grauen doch gerade gesagt. Wie lautet der Bestimmungsort? Hä? Also, ich fliege jetzt zum eigentlichen Hauptquartier. Ich glaube, da muss ich hin. Ja, muss. Ja. Wir stehen davor. Ja. Weil es mitten in der Mitte da rauszusteigen macht keinen Sinn. Das haben wir noch nie bei Drum und Chaos gemacht. Drum und Chaos. Ein Planet. Ein Weg. Drei Lords. Bezahlen Sie jetzt 500 Kartellmünzen, um die Geschichte weiter zu hören. Und genau, hier ist ein Händler, falls du ein Metall hier machst. Cool, links die Bilder zu sehen und da ist Mario ohne Helm. Ich habe schon Marios Charakter vergessen, wie sie aussieht. Ja, und irgendwann nehme ich ihn ab und dann so, wer bist du? Ja. Wie bist du hier reingekommen? Geh weg. Aber du müsstest, glaube ich, jetzt auch bei Dunkel 4 oder Dunkel 5 sein. Also bei dir ist das Gesicht wahrscheinlich dann auch nicht mehr so schön. Dunkel 5 Tatsache, ja. Krass. Maximale Dunkelheit. Bei mir ist noch Dunkel 4, aber ich stehe an der Schwelle. 2000 Dunkelheit noch.
Was meint ihr, mit Helm oder ohne? Keine Antwort, okay. Huch. Instant. Viele Männer mit vielen Waffen. Die können nicht alle wegen uns hier sein. Versagen und Ungehorsam. Ein und dasselbe. Mein Lord, ich habe versucht. In der Sprache der Sith bedeutet beides nichts anderes als Verrat. Das ist das Wissen der Alten. Mein Lord, ihr wolltet informiert werden, wenn... Der Zifferagent. Ihr habt den Verräter Yados und die Narren im SID besiegt. Meine Meister wissen eure Dienste zu schätzen. Aber ihr dient nicht länger dem Geheimdienst. Auf Befehl des Rats der Sith wird die Operationsdivision aufgelöst. Das gesamte Personal wird imperialen Streitkräften oder sich verdient gemachten Sith-Lords unterstellt. Seid nicht dumm. Ohne den Geheimdienst ist die Republik im Vorteil. Ihr seid wertvoll. Doch euer Leben ist nicht mehr wert als ein Blutstropfen eines Sith. Der Krieg verläuft trotz offizieller Meldungen nicht gut. Das Kriegsministerium braucht Ressourcen und der Geheimdienst kann seinen Teil nicht leisten. Man hört Gerüchte über Korruption und Verrat. Agenten vergeuden ihre Zeit, um Verschwörungen hinterherzujagen. Ein hirntoter Aufseher. Es ist Zeit, die Bestie auszuweiden. Ihr erkennt nicht einmal, dass ihr manipuliert werdet und welchen Schaden ihr anrichtet. Ich werde euch Respekt lehren. Aber zuerst widme ich mich eurem Team. Händigt mir die Ratataki aus. Hey, was? Der Geheimdienst mag ihre Vergangenheit ignorieren, aber sie ist eine Anarchistin und eine Feindin des Imperiums. Man wird sie befragen und über sie richten. Ich bringe euch um. Hört ihr mich? Ich bringe euch um! Sie können euch nicht festhalten. Dafür seid ihr zu gut. Wartet nur auf die richtige Gelegenheit. Diese Leute sind tot. Und wenn ich mit ihnen fertig bin, bringen wir die Sache zu Ende. Das schwöre ich! Der Rest eures Teams bleibt bestehen. Und was euch betrifft, auf speziellen Wunsch des Geheimdienstministers werdet ihr nach Corellia versetzt, um dort an vorderster Front in meiner Brigade zu dienen. Zusammen werden wir die Republik in Blut ertränken. Es tut mir so leid, Agent. Jeder von euch kennt seine Aufgabe. Bewegung! Darf ich den Typen da umbringen? Was ist das für eine groteske Kreatur, in der wir gerade standen? Ja, ich musste mein Schiff zurück. Ist nicht wahr. Ja, das Team wurde aufgelöst. Ich würde sagen, dann gehen wir am besten auf entweder Marx oder mein Schiff. Dann fliegen wir zu diesem Teil, wo wir den Transponder holen. Und da machen wir Grauens Sache. Ich hoffe, ich kriege Kaleo wieder zurück. Die ist gut. Die hat einen Motorradhelm. Wir sind startklar. Genießen Sie Ihren Aufenthalt.
Weißt du, was für eine ganz gute Idee wäre, wenn die Gegner einen von dem Raumgleiter runterstoßen können? Damit du noch mehr Probleme hast, durch die Welten zu kommen? Oder? Ja, genau. Es ist noch zu einfach. Gelegenheit bringe ich den neuen Herrscher um. Den mag ich ja sowas von gar nicht. Also war es doch eine Falle. Der hat mich in eine Falle gelockt. Mike, wolltest du nicht auch mit? Wohin denn? Auf entweder Marius oder mein Schiff, damit du die Quest auch miterlebst. Du hast darauf bestanden, dass wir alles machen. Ach so. Danke fürs Zusehen.